Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Wir sind jetzt genau da, wo wir letzte Folge auch waren, mit dem Unterschied, dass wir jetzt noch alle Tränke haben und dass wir halt, keine Ahnung, nein, es ist schon irgendwie derselbe Ausgangspunkt. Ich hoffe irgendwie, dass es nicht derselbe Ausgangspunkt ist, also dass wir so minimal mehr Cage Power haben, um dann den Cage letzten Endes einsammeln zu können, aber ansonsten ist es dasselbe. Wir sind halt, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ach, jetzt kann ich wieder nicht. Jetzt macht es Sinn, weil das das erste Mal ist in diesem Versuch, aber ja, ich würde jetzt ganz gerne... Das ist so hinterfotzig, deswegen haben sie einem wahrscheinlich die extra 15 Sekunden gegeben, weil sie wussten, man konnte die Waffe nicht wechseln. Ich muss die... Okay. Ja, genau, ich brauche ja das Schwert, um den Hebel betätigen zu können. Ich wollte gerade sagen, ja, okay, wenn ich die Rüstung vorher ausgerüstet hätte, aber es geht halt nicht, weil ich mit der Rüstung den Hebel nicht betätigen kann. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also wir sind ja beim letzten Mal Game Over gegangen und mussten das hier deswegen nochmal machen und yala yala yala. Wie gesagt, das ist im Grunde ist das alles ziemlich einfach. Das ganze Spiel hätten wir jetzt vielleicht auch schon durch, wenn ich nicht so von dieser 100% Idee besessen wäre. Ja, also wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 47. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so lang geht, beziehungsweise dass man so viele Folgen damit füllen kann. Oh, Moment. Ja, genau, nee. Hat er mir jetzt viel gebracht? Da oben ist halt noch einer. What the fuck? War das hier oben? Nee, das war nicht hier oben. Ja, ich dachte irgendwie, okay, maximal 30 Folgen oder so. Aber nee. Nicht, wenn du alle Kelche haben willst. Okay, ich bin ja schon unter einer Minute, aber wenn ich Glück habe, ist das jetzt hier vielleicht sogar schon der letzte. Und? Oh, tatsächlich, wow. Gut. Dann hat sich das ja mit den Deppen erledigt. Also habe ich beim letzten Mal dann wahrscheinlich doch einen von diesen fliegenden Dingern übersehen. Okay, jetzt müssen wir aber schon irgendwie schauen, dass wir hier, glaube ich... Oh ja, okay, mache. Oh mein Gott, jetzt wird's wieder eng. Oh mein Gott, du Penner! Alter! Ich sag euch, Leute, das... Nein, das ist nicht meine Schuld. Zumal, what the shit? Ich hab doch gerade den Scheiß abgelassen. Wieso konnte ich dennoch verrecken? Habe ich so weit, weil ich die letzten Tropfen mitgenommen habe oder was? Okay, das wird knapp. Betätige den Hebel. Gut, dass hier die Zeit stehen bleibt. Es wird aber trotzdem immer noch knapp. Weil ich weiß nicht, wie man den Scheiß... Oder feuert er den Scheiß automatisch ab? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt. Lass. Ja. Danke. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Aber hey, wir haben es geschafft. Gott verdammt, ja. So, jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, entweder haben wir jetzt alle Kelchis. KG Lineys oder wir reden jetzt nochmal mit der alten Zauberin. Wäre das keine tolle Touristenattraktion? Ne, das hatten wir schon, ne? Ja, das hatten wir schon. Zumal es hier noch den Riesen-Cage gibt. War der schon immer so fett? Also ich wage zu behaupten, dass man mal durch den durchgehen konnte, aber gut, vielleicht irre ich mich da. Nein, die Alte redet nicht mehr mit uns. Okay, wer soll denn jetzt noch kommen? Also ich kann ja, glaube ich, parallel schauen. Genau, ich sehe oben und unten. Also für den Fall, dass unten nochmal was kommt, würde ich das, glaube ich, sehen. Ich sehe den da unten nicht, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Der schon wieder? Oh nein, gibt es noch einen neuen Bogen? Oh nein. Hey Daniel, hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ihr es riskieren? Moment, hatten wir das nicht schon? Habe ich zwischendurch irgendwas verloren? Hä? Was? Nee, es ist neu. Ja, weil wir haben ja beim letzten Mal von ihm haben wir diesen magischen Langbogen gekriegt. Okay. Ein Trank. Na gut. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Schnitt, Folge 80. Sage ich wahrscheinlich dasselbe. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Hab dann schon 20 Tränke oder so. Okay. Naja, was kommt denn jetzt so Tolles? Vielleicht, Zaroks Geheimbasis oder so?
irgend so was Lustiges. Okay, oder der fliegende Holländer, warum denn nicht? Ja, speicher mal. Bevor ich es dann irgendwie wieder vergesse oder so. Das wäre nicht so cool. 16 Kelgilinis. Und ich wage, wie gesagt, zu behaupten, dass wir alle haben, ne? Also, es sei denn natürlich, es gibt irgendwie wieder so einen Versteckten wie bei den Kristallhöhlen. Das Geisterschiff. Ja gut, ist Zarok Pirat, weil er in seiner veganischen Vergangenheit. Vielleicht Piratenkönig. Ja. Gott verdammt. Ich die ganze Zeit so, wann kann ich jetzt meinen Satz beenden? Okay. Und jetzt fliegt er auch noch. Plötzlich Rogue Galaxy oder was? Falls ihr das nicht kennt, Rogue Galaxy ist... Okay, zeigt mir halt das komplette Level. Wie nett. Nee, okay, das ist nicht Zarok. Captain? Wir haben einen blinden Passagier. Ich habe den Männern gesagt, sie sollen die Decks absuchen. Gut! Schnappt euch den Buben und lasst ihn an der Ra baumeln! Muss das denn wirklich sein? Können wir ihm nicht einen Rüffel verpassen und ihn am nächsten Hafen absetzen? Mann! Jeder auf dem Schiff würde doch seine eigene Großmutter verkaufen! Nichts da mit einem Rüffel! Ha, bringt mir diese Landratte, damit ich sie mir ordentlich vornehme! Okay. Ja, Rogue Galaxy ist ein japanisches Rollenspiel, bei dem man quasi auch andere Planeten erforscht und so weiter. Hat das jetzt hier überhaupt noch was mit dem Spiel zu tun? Mir kommt das gerade so vor, als würde man hier einfach in eine andere Geschichte gehoppelt sein. So, weil es ist irgendwie im Weltraum und keine Ahnung. Die machen jetzt hier nicht so den Eindruck, als hätten sie mit dem irgendwas zu tun, mit Zarok. Der Großteil der Besatzung scheint von wenigen Offizieren befehligt zu werden. Ohne die wären sie völlig kopflos. Haha, kopflos und so. Vor allem auch hautlos, ne? Okay. Und sie geben hier keine Couch-Power. Guti. Dann werden wir dem mal vor allem Denkzettel, ne? Stand da jetzt nicht so wirklich da, aber ist okay. So, also da haben anscheinend wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Untertitelmacher und... What the fuck, ziemlich heftig. Alter! Ach so, ich habe ja auch kein Schild mehr. Ob der Untertitelmacher und der, ob die Synchronsprecher, ob die sich irgendwie nicht leiden können oder so und die deswegen immer... dass sich nicht einig sind. Die sind ziemlich heftig, also da bringt es jetzt nichts, so sinnlos mit dem Schwert rumzufuchteln. Vielleicht sollte ich demnächst meine Magie... Ach, Moment, ich muss da hoch. Meine Magie einsetzen. Meine richtige, fette Supermagie. Und so ein bisschen auf den Fernkampf gehen. Sonst bin ich hier wirklich sehr schnell tot. Ist das denn optional, wenn hier hinten doch schon die Lösung dafür ist? Okay, Zauber. Ich wollte eigentlich den blauen haben. Weil der blaue... What the fuck? Bringt das überhaupt was? Das bringt doch gar nichts. Vielleicht, weil sie untot sind? Wir probieren es mal mit Feuer. Ich würde es halt gerne mal bei dem anderen versuchen, weil der andere ja so ein bisschen...
realer erscheint, weil er ja Catch Power gibt, also einen vielleicht ein wenig Haut hat oder so. Aber ich kann es halt nicht, weil die mir da so ein bisschen im Weg stehen. Okay, machen wir es dann doch so. Er ist ja nicht wirklich... Er hat keine Chance. Er kann nicht angreifen. Stirb. Dankeschön. Ja, muss ich noch ein bisschen experimentieren. Sternenrune. Ja, die brauchen wir dann vielleicht für da hinten irgendwo. Wäre natürlich blöd, wenn man dann da so rüberspringt und sich freut und dann feststellen muss, dass man ja eigentlich die passende Rune nicht besitzt. Wartung, Schild. Ja, komm, hauen wir nochmal rein. Und so. Ich kann halt nicht das Schild benutzen und gleichzeitig angreifen. Das funktioniert nicht, oder? Ja, ich wollte jetzt nicht das Buch anreden. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber vielleicht irre ich mich da. Ich halte einfach mal die Dreiecktaste gedrückt und greife gleichzeitig an. Vielleicht ist er dann trotzdem im Schildmodus. Hatte ich die nicht schon mal besiegt? Leute, ihr bringt mir nichts, also hört auf. Hört auf mit dem Scheiß. Genau, von da aus, glaube ich. Okay, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Sieht jetzt nicht so brutal aus. Aber vielleicht gehen die auch... Ach ne, hier fängt's an. Ich dachte, ich könnte da rechts sein. Vielleicht fallen die ja... Gehen die sofort wieder zu, wenn man rauflatscht. Nein, okay! Ich wollte... Okay, nein, nein! Hört auf, mich zu verarschen. Verarscht ihr mich? Kann es sein, dass ihr mich verarscht? What the fuck? Das war knapp. Da ging mir doch gleich die Pumpe, Mensch. Mein armes Herz. Nicht, dass ich hier noch einen Herzinfarkt kriege. Oder vielleicht ein Beinempfakt, weil ich hier immer so sprinten muss. Apropos sprinten, das ist auch wieder ein gutes Stichwort. Das ist, glaube ich, in der letzten Woche passiert. War das nicht? Ich glaube, das war sogar Montag, ne? Ja, da habe ich mich halt völlig verausgabt und bin wieder mal zum Bahnhof gerannt und mir dann die Sehne gezerrt. Also ich habe den Zug ganz knapp verpasst und konnte dann noch 10 Minuten lang nicht mehr stehen. Also meine Beine haben mich völlig weggehauen. So, ich konnte einfach nicht mehr stehen und das war schon übel. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben halt, ne? Immer am Limit. Komme ich denn jetzt irgendwie runter? Ach ja, und am nächsten Tag bin ich ja trotzdem wieder gerannt. Also, ja. Aber ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Ich habe mir dann irgendwie so vorgenommen, halt nicht zu rennen. Aber ich bin dann auch 2-3 Minuten eher losgegangen. Aber okay, hier, der Depp, jetzt nervt er. Oh mein Gott, ich würde mich ja ganz gerne um den... Ach, das will er mir wahrscheinlich damit sagen, ne? Ja, weil das Buch meint ja irgendwie, ja, und es gibt nur wenige Befehlige. Und ohne sie wäre die Mannschaft kopflos. Und das ist ja ein indirekter Hinweis dafür, dass du den Captain penetrieren musst, um die anderen loszuwerden. Die Sache ist halt, dass sie mich nervt. So, ich würde ganz gerne halt... Nee, ihr versteht ja meine Taktik. Ich würde ganz gerne den Zauber einsetzen, weil durch den Zauber kann er mir auch nicht so wirklich viel Schaden machen, weil er irgendwie gelähmt ist. Aber dadurch, dass mich die anderen fertig machen, kann ich das nicht wirklich tun. Okay, Chaos-Rune habe ich nicht. Da oben war jetzt, glaube ich, auch nichts, ne? Ah, da kam ich ja, glaube ich, auch her. Ja. Habe ich jetzt schon wieder bei dem Kampf vergessen, wo ich eigentlich herkam. Hier muss ich dann, glaube ich, lang. Okay, das sollte jetzt auch kein Problem sein, weil... Moment! Vielleicht doch. Ich wollte sagen, ich habe das Schild. Aber, kann ich hier runter? Ich sollte es nicht probieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass mich... Genau, ich habe es geahnt. Dass mich die Kanonenkugeln wegbomben können. Oh Mann, ey. Anders kann man mich halt nicht penetrieren. Moment, wo brauche ich denn jetzt... Die Chaosrune. Hä? Hab ich doch jetzt, ne? Ich habe die Chaosrune. Wo brauche ich die denn jetzt? Da, ja genau. Ich wollte doch gerade sagen, das war doch hier irgendwo in der... Oh gut. In Anführungsstrichen. Ich wollte sagen, natürlich falle ich jetzt wieder rein und verliere Energie, aber ich verliere so oder so Energie. Aber das war ja kein, ausnahmsweise mal kein Ausflug in die Weiten des Weltalls, sondern das war ja Teil dieses doch schwankenden Schiffes. Ich dachte gerade, ich bilde mir das irgendwie ein. Ne, da geht's raus, okay. Ich hoffe, die Löcher sind doch alle miteinander verbunden. Wahrscheinlich musste ich sogar hier runter und hatte gar keine Wahl. Okay. Warten und los. Los, 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 los. Oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Da haben sie mich doch jetzt verarscht.
dann halt so. Das ist ein Trank, das ist sehr gut. Ach so, er schießt drüber. Haben sie doch auch schon wieder geplant. Die Wichte. Okay, da hat mein Schild nicht funktioniert, leider. Moment. Da kann ich doch... Schieß. Bestimmt durch. Nicht, okay. Schade. Dachte irgendwie. Waren das jetzt schon alle Räume? Ich dachte, ich hätte da... Was macht die hier? Ihr habt doch gar keinen Captain mehr. Ich dachte, ich hätte da noch mehr Löcher gesehen. Okay, so, genau. Oh mein Gott. Jetzt gibt es auch noch Trampolineinlagen. Okay. Immer schön im Takt springen und dann sollte nichts schief gehen. Wow, dann ist das wahrscheinlich einfach eine Ebene dort drin. Hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe, dass es nicht egal ist, dass es egal ist, wo man runterfällt. Sonst droht mir ein leichter erneuter Kelchverlust. Und hier könnte ich dann runter, kann ich noch was anderes machen? Ich glaube, da gibt es jetzt zwei Wege, oder? Oder? Ah, sieht ein bisschen riskant aus, aber ich glaube, das ist machbar. Und hier? Das erscheint mir noch ein wenig einfacher. Okay, wir machen das. Ich hoffe, da gibt es ein ordentliches System dahinter, ja. Achso, hier ist ein Jungbrunnen, vielleicht ist das auch optional. Oder vielleicht hängen die Wege auch einfach wieder miteinander zusammen. Ich glaube, ich mache mir da viel zu viele Gedanken. Schluck, 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 oder was auch immer du da tust. Lasse dich von der Brise der Junghaftigkeit erfrischen. Und nehme mit. Oh, da unten geht's weiter. Doch bitte eine kleine Fahrt in Kauf. Mit dem kleinen. Oh, okay, da kann ich wieder raus, glaube ich. Piratenkarussell. Lass mich da bitte nochmal hoch. Da war doch gerade da oben so ein Trank, oder nicht? Ja, okay. Und da ist der Kelch! Okay. Gut zu wissen. Ich vergesse immer, dass ich den auch noch suchen muss. Ja. Das sorgt dafür, dass ich ihn teilweise vergesse. Selbst wenn ich 100% habe. Oh, das war knapp. Okay. Und jetzt sollte ich dann... Ja, ich drehe noch nur. Und ich glaube, von da kam ich her. Sollte dann da demnächst aussteigen. Aber was ist mit dem Weg da, mit dem anderen? Wahrscheinlich hätte mich der Weg da auch hingeführt. Okay, da gibt's nichts mehr. Sollte ich jetzt nicht runtergehen? Ja gut. Wo ist der Captain? Der kleine Offizier. Okay, fuck, da brauche ich glaube ich einen Hammer oder so. Hammer. Okay. Oder ich muss ihn erst reizen und irgendwie dafür sorgen, dass er sich für mich interessiert. Stirb bitte. Okay, das ist mit dem... Das ist auch doof mit dem Hammer. Wenn er nicht aufgeladen ist. Hat er nicht so eine krasse Reichweite? So. Hast du jetzt vielleicht Bock? Okay, habe ich noch eine Keule? Ich habe noch Hähnchenkeulen, die ich irgendwie noch nicht verwendet habe. Das muss doch gehen. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Was haben wir hier eigentlich? Das ist noch so ein kleiner Mini-Händler. Hast du vielleicht TNT für mich oder so? Wahrscheinlich nicht. Brauche ich überhaupt irgendwas? Habe ich überhaupt irgendwas? Nee, ich habe gar keine Fernkampf eingesetzt. Okay, dann... Vielleicht... Ja, leck mich doch. Habe ich dich jetzt vergessen oder bist du einfach wieder da? Okay, ich habe dich vergessen. Gut. Dann kann ich ihn jetzt penetrieren. Lal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 a. Halte die Dreiecktaste gedrückt. Bringt es bringt nichts, oder? So teilweise. Wahrscheinlich nur, wenn ich gerade nicht angreife, wenn ich mit meiner Combo fertig bin. Stirb. Und verrecket. Dankeschön. 85%. Dort hinten ist, glaube ich, schon, der Captain. Also, das ist nicht so cool. Aber ich dachte jetzt auch, dass da hinten keine weiteren Gegner waren. Weshalb ich da jetzt hochgehen werde. Ja, hallo. Der hat wieder nur 400. Aber das heißt... Oh, da klingt das Handy. Hab aber, glaube ich, noch eine Minute. Das heißt nicht, dass er irgendwie schlecht ist. Dachte ich erst beim Drachen so, aber... Das heißt, glaube ich, nur, dass man bestimmte Sachen machen muss. Wie unter anderem dann vielleicht mal die... ja, das ist doof. Die schien auch gleich wieder auf. Die Kanonen zünden muss oder so. Aber vielleicht muss ich...
Moment. Ach ja, okay, okay. Hier kommt dann das wieder das Spiel mit der Keule und dem Feuer. Oh mein Gott. Das ist ja ziemlich nervig. Aber ich muss die halt ausgerüstet lassen. Habe ich nicht schon irgendwie gefeuert? Okay, so, wir nehmen jetzt mal doch das Schwert. Das hier. Ich glaube, das hat halt auch eine etwas größere Reichweite. Und jetzt anzünden. What the fuck? Ihr wart doch gerade erst tot. Was ist euer Problem? Ich habe keinen Bock, das Level nochmal zu machen. Machen zu müssen. Ja, schieß. Aber irgendwie treffe ich ja nicht. Jetzt habe ich getroffen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie soll ich denn mit den Viechern hier kämpfen? Zumal ich ja dann irgendwie auch... Ja, ich bin tot, oder? Ich konnte auf einmal nicht sprinten. Ich weiß nicht, warum. Ja gut, Leute. Das war's mit Let's Play Medieval. Wieder mal beenden wir die Folge mit einem Tod. Warum denn nicht? Muss schätzungsweise sein. Gespeichert haben wir gut. Sonst müssen wir den anderen Scheiß nochmal machen. Das Level ist ein bisschen nervig. Ja. Das ist ein wenig nervig. Ja, ich sollte dann schätzungsweise beim nächsten Mal wirklich die Gegner ein bisschen ernster nehmen. Schauen, dass ich die, dass ich von dem blauen Skelett nicht immer verprügelt werde. Und dann sollte ich am Ende noch ein wenig mehr... Hat der Drache mir eigentlich, als wir den besiegt haben, Catch Power gegeben? Da sollte ich am Ende ein bisschen mehr Energie haben und dann sollte das Ganze gehen. Ich muss ja nur rumrennen und irgendwie die Kanonenkugeln anzünden, aber die wollen halt auch nicht immer. Ja, also ich weiß nicht, wo ich da jetzt genau hinschlagen muss, schätzungsweise irgendwo hinten. Das fand ich teilweise jetzt auch ein bisschen blöd. Teilweise habe ich heraufgeschlagen und irgendwie ist aber keine Kugel rausgekommen. Also anscheinend haben die so einen sogenannten Cooldown oder so. Die können halt nicht Dauerfeuer machen, die müssen erstmal sich abkühlen oder so, was weiß ich. Die Lunte muss erstmal nachwachsen, ja, oder so. Ja, fuck, ey, tut mir leid. Aber erhöhter Schwierigkeitsgrad halt, ja. Bis zum nächsten Mal, see ya.